Beim Barry macht das ja nichts aus, aber das kleine Mädchen, das erkältet sich noch. Mensch, hier war ich doch auch mit Dings gewesen, mit Claire. Böse Dinger. Böse, böse. Oh, ein grünes Kraut. Das nehmen wir uns mit. Bewege dich nicht. Ich hasse es, wenn der das tut. Na, da wurde die Blase zum Verhängnis, was? Hat Natalia nicht noch irgendwie MG-Munition? Hat sie, wunderbar. Okay, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Hoffe ich und denke ich zumindest mal. Mach mal die Tür auf. Gucken, was dahinter ist. Gehen Sie zum Turm. Natalia, was ist das? Barry, da drüben ist etwas. Die Frage wäre wohl andersweitig besser gestellt. Fuck! Wow, ich bin tot! Gibt's doch nicht! Oh mein Gott, ich bin tot! Okay, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ich will nicht allein gehen. Das kann ich mir gut vorstellen, Kleine. Da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht durch. Ich wollte eigentlich erst die Gegend da erkundigen, aber... Na gut, ich bin da ja hops gegangen. Naja. Na egal, dann gehen wir halt einfach weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier genau bin. Aber das ist ja auch egal. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Du bist falsch. Was bin ich? Ich bin falsch? Wieso bin ich falsch? Hier habe ich Moira getroffen. Gut, legen wir einen Zahn zu. Ja, aber auch wir untersuchen erstmal hier alles.
Okay, kleine. Mach mal Krabbeli, Krabbela. Wer ist da? Nicht so laut. Genau. Psst. Nicht so laut. Ach, apropos Moira, du hast noch was für... Moira, sage ich schon. Kurze, die hat ja noch... was für mich. Irgendwie beschleicht mich ein ungutes Gefühl, wenn ich hier so rumlaufe. Also ohne, dass die Kurze mehr sagt, wo die Gegner sind. Okay, Battle Points. Auf Russisch. Aufzeichnung eines Einwohners. Dein Vater ist nicht mehr heimgekehrt, seit er zum Turm gegangen ist. Ich habe auf ihn zu warten versucht. Aber ich halte es nicht mehr aus. Ich habe mich aufgemacht, ihn zu suchen. Ich fühle mich recht ängstlich, aber alle dort waren so nett zu mir. Sie sagten mir, etwas Schlimmes gehe um. Und sie gaben mir eine Impfung und diesen Armreif, der mich beschützen würde, weil sie sagten. Es ist hier so groß und wundersam. Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Natürlich ist es für Wahrscheinlichkeit eine große Sache. Sie hat unsere Insel gerettet. Ich fange an zu glauben, dass sie zu allem fähig ist. Ich bedauere, dass ich hier an ihr gezweifelt habe. Es ist wohl nichts, aber mir ist etwas schwindelig. Vielleicht ist es nur der Stress. Oh, und ich habe endlich deinen Vater gefunden. Nun, zumindest einen Teil von ihm. Ich wusste schon immer, dass er einen guten Kopf hatte. Jetzt ist er das Einzige, was von ihm noch übrig ist. So kann ich ihn noch nicht heimbringen. Dieser Armreif macht seltsame Geräusche, das ist ein bisschen störend. Aber mach dir keine Sorgen, ich finde schon den Rest von deinem Vater und dann kommen wir heim. Du musst so hungrig sein. Gott, was für eine verstörende Nachricht. Oh, im Klo war ich ja schon drin, ne? Nee, da war ich ja auch. Oh nein! Kleine. Okay, wo ist das Biest? Ist da hinter der Tür? Weiß nicht, ob ich mich da hintrauen soll. Gut, mir bleibt keine Wahl. Es kommt mehr! Wo ist es? Jetzt ist es aber definitiv im Arsch. Ein rotes Kraut. Schon lange nicht mehr gesehen, rote Kräuter. Na. So. 5 von 9. Gott, jetzt muss ich mir ernsthaft auch noch merken, welche ich davon eingesammelt habe und welche nicht. Jetzt geht's aber rund hier. Oh, nein, 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 nein. Barry, sie sind da! Ich weiß. Hab ich bemerkt. Ist hier denn irgendwo noch so ein Viech in der Nähe? Ich traue dem Spiel inzwischen alles zu hier. Aber immerhin haben wir schon mal gesehen, wie die Viecher kotzen uns ja auch praktisch gesehen an. Puff. Sturmgewehrmunition. Können wir gleich an Barry weiterreichen.
Tut mir leid. Tut mir leid. Entschuldigung. Tut mir leid. Okay, jetzt macht mich das Spiel kirre. Immer hier ist der Heli reingeschmettert. Oh, da. Sturmgewehr mumpeln. Direkt an Barry übergeben. Oh Mann. Nein, ich wollte das nicht aufnehmen, ich wollte das ihm geben. Boah, irgendwie macht mich das gerade alles nervös hier. Oh, da brauchen wir Barry. Stopp. Na, das nenne ich mal ordentliches Einparken. Vor allem, das macht ja auch überhaupt keinen Krach, ne? Jetzt ist alles in der Nähe alarmiert. Aber egal. Oh, leere Flasche. Das heißt, damit können wir uns was basteln. Und zwar machen wir uns davon erstmal wieder ein paar Brandflaschen. Aber die geben wir Barry. Okay, da hätten wir noch... Ich glaube, das war ein Stein, oder? Stein? Steinchen? Den Stein mag ich lieber. Ich habe hier so ein ganz, ganz, ganz... Natalia, zurück! Das passiert also nicht. Kleine! Lass die Kleine in Ruhe! Tot. Kleine, geht's dir besser? Ich glaube, mit ihr nehme ich mal einen Heil. Ach, kann ich gar nicht nehmen. Okay. So, jetzt haben wir nämlich auch für ihn die Bohrmaschine. Ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Ja, tut es. Meine Güte. Das hat uns jetzt Munition gekostet. Elende Kackbratze. Die Magnum benutze ich vor allen Dingen gar nicht. Achso, da muss ich wieder ein paar Stockwerke weiter runter. Na gut, das ist ja nicht so tragisch. Gegner haben wir ja alle so weit weggepustet. Stimmt, das war, glaube ich, ganz unten. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Nein, ganz unten war es nicht. Da habe ich mich jetzt im Stockwerk geirrt. Oh, hier haben wir noch eine Kiste. Ist das jetzt das Zeichen für oben oder für unten?
Ja, ich denke unten.